Hallo ihr Lieben, ich freue mich endlich ein Update geben zu können zu unserem Katastrophenfall mit den Daten. Und zwar, ihr seht schon, ich lächle, wir haben gute Nachrichten, die ich jetzt hier weitergeben kann. Ich möchte aber zuerst sagen, herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich habe in den letzten Monaten und Wochen viele E-Mails, Anrufe und SMS bekommen von euch, wo ihr entweder technische Unterstützung angeboten habt, wo ihr finanzielle Unterstützung oder auch einfach gesagt habt, dass ihr für uns betet in dieser Zeit. Und das hat uns als Team sehr gut getan. Ein letzter Standpunkt, den ihr jetzt noch kennt, ist, dass ich ja aufgerufen habe, dass wir einen offenen Betrag hatten, um das alles noch zu decken. Und ich bin dankbar, Gott dankbar, euch dankbar, dass wir diesen Betrag decken konnten und wir die Daten an eine Firma schicken konnten, um es wiederherzustellen. Es war ja so genial, dadurch, dass ihr mich ja ständig kontaktiert habt und angerufen habt, habt ihr mich in Verbindung gesetzt mit einer Firma, die uns da so geholfen hat. Und ich bin so dankbar für diese Firma. Es ist die Firma ABO und ich möchte hier auch eine kleine Werbung für den Rhein, für die machen. Ihr habt den Link hier in der Beschreibung und seht auch, was sie für eine tolle Arbeit gemacht haben, denn wir haben wirklich alle unsere Daten wiederbekommen. Es gibt bei vereinzelten Dateien leichte Fragmente, aber sonst haben wir alle unsere Dateien wiederbekommen. Ich bin so dankbar, denn diese Firma hat so viel einsetzen müssen, damit wir unsere Daten wiederbekommen. Es sind ja mehrere Festplatten kaputt gegangen. Man versucht normalerweise die Festplatte zu reparieren, die zuletzt kaputt gegangen ist. Das war in unserem Fall leider nicht möglich, denn sie war schon so beschädigt. Und dennoch hat man es erst versucht bei der Platte, dann ist man zur zweiten Platte gegangen, hat es nochmal versucht, hat immer noch nicht geklappt. Dann ist man zur dritten Platte gegangen, also die Platte, die zuerst ausgefallen ist, hat mehrere Versuche gebraucht, die Leseköpfe auszutauschen. Und in diesem gesamten Prozess, wo die versucht haben, diese Daten wiederherzustellen, wurde ich ständig informiert über WhatsApp, über Anrufe, wie es jetzt gerade ausschaut mit der Datenrettung. Ich habe selten bei einer Firma so gute Erfahrungen gemacht. Ich bin so dankbar. Wir haben jetzt alle unsere Videos wieder. Wenn ich irgendein Video abspiele, das läuft perfekt. Ihr seht, wir können alle unsere alten Produktionen, alles was wir jemals gefilmt haben, haben wir wieder hier vor Ort und wir sind so dankbar. Das heißt jetzt auch für die Zukunft, dass unsere Predigten und alle unsere Produktionen wieder beim Adventist Book Center erhältlich sein werden. Ihr könnt also dort im Shop vorbeischauen, wenn ihr irgendeine Predigt oder irgendetwas bestellen wollt. Wir können sie also jetzt wieder drucken. Und was auch richtig toll ist, die ganzen Produktionen, die wir gemacht haben, die wir aber noch nicht abgeschlossen haben, wir setzen uns jetzt dran und werden diese abschließen. Das heißt, ihr habt bald viel mehr Material zu sehen von uns und wir freuen uns schon richtig, das mit euch teilen zu können. Nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Firma ABO. Wenn ihr irgendeine Festplatte habt oder irgendetwas, was bei euch zu Hause kaputt gegangen ist, wendet euch wirklich an diese Firma. Ja, es ist jetzt einfach eine Werbung. Aber ich bin so dankbar, die haben das so toll gemacht und ich kann sie wärmstens weiterempfehlen. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt in der Firma oder privat, bei denen habt ihr es in guten Händen. Und somit freue ich mich, dass wir auch in diesem Zuge, wo wir all das jetzt hier erlebt haben, auch unsere Infrastruktur erweitern konnten. Das heißt, sowas wird in Zukunft nicht nochmal passieren. Wir haben also einen Server nochmal für die Datenrettung, einen zweiten, der ist auch an einem externen Ort. Dadurch wird sichergestellt, dass sowas nicht nochmal passiert. Einen großen herzlichen Dank an jeden von euch für eure Unterstützung, eure Gebete und vor allem für die vielen Spenden, die reingekommen sind. Bis zum nächsten Mal.